Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit allen aus dem Team Pietsmeet. Hallo. Und wir schauen uns an Best of Pietsmeet Woche 30. Hallo Best of. Ich frage mich, ob mich meine Nachbarn manchmal für dumm halten. Ja, das glaube ich auch. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA. Heute wieder eine Challenge. Challenge! Halt die Klappe und fange. Der droppt mein Auto, dass ich es droppen lasse. Kopfdinger da. Oh, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Cool gelandet, schönes Ding. Alter, die dicken Bäume hier sind leider nicht. Oh mein Gott, bist du tot oder was? Alter, ich nehme hier jeden Baum mit. Sind alle auf der Insel verreckt. Ach, hallo, auf der kleinen Insel. Oh, da haben wir die Drops hier vor uns. Gut, Helf und Panzerung und... Ich hätte sonst halt schon noch rocken können. Ich hab mal damals so eine Wüste gedacht in Saudi-Arabien. Aber so, wie sieht eigentlich so eine Stadt in Saudi-Arabien aus? What he says. Wie war ich in Urlaub dieses Jahr? Führung ganz wieder. Das stelle ich mir irgendwie sehr spannend vor. Gericht ist angebrannt, ich muss mal kurz einmal weg. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Was haben wir hier? Das sieht simpel aus, ne? Muss da nur hoch? Ist egal, links oder rechts sieht zwei Löcher hier. Aber denn einer hat keine vier, zählt das dann trotzdem? Ja, das war schon mal nix. Wir beginnen rechts rein. Das ist links. Das ist, aus meiner Perspektive war das rechts. Oh, Eiche. Okay. Macht doch jetzt mal nicht hier einen auf ADHS, ja? In welchem Jahr sank denn die Titanic? Wir haben einen exakten Treffer. Es war am 14. April 1912. Ach Mann, Alter. Letztes Jahr waren wir in Nordirland auf der Tour zur Titanic, theoretisch Ausstellung, zur 100-jährigen. Mathe, Mann. Also, ja, genau. 10 dann, hä? Bin ich jetzt doof? Ja, also 100 Jahre kann ja nicht. Also, oh, Entschuldigung. Ich dachte gerade, Jay hätte nochmal diese Erkenntnis gerade im Weg gehabt. Nein. Der Jay hat gar keine Erkenntnis heute, Peter. Okay. Einfach dann schwarz-weiß für Spaß. Alter, wir gucken hier hinten. Anfang 80er. Komm, machen wir mal Anfang 80er. Jetzt hau ich hier mal einen raus. Willkommen zur neuen Ausgabe der arme Zurpel. Okay, war vielleicht doch Einbildung dann, Leute. Oh oh, oh Gott. Ja, ich bin nur ganz niedrig gefallen. Oh, nice. Glück gehabt. Alter, ich bin so froh, dass ich nicht gestorben bin. Das wäre so doof gewesen. Oh, da sollen wir da direkt hingehen. Wir können auch da direkt hingehen. Wir können mal gucken, ob da jemand gelandet ist. Oh, tot. Was? Hä? Was ist denn jetzt mit dir los? Ich bin zwei Meter runtergefallen, wenn überhaupt, und war tot. Jetzt verstehe ich aber auch, warum er so verwirrt ist, weil der erste Sprung ja viel weiter ist, aber er im Wasser gelandet ist, genau, und dadurch dann nicht die vollen Schaden bekommen hat. Ich glaube, er hat das einfach für nicht so hoch empfunden. Das war ja auch das, was er gesagt hat. Ja. Meinte, er ist nicht so tief, ja, gefallen. Ja, genau, weil er vorher halt sehr, glaub, viel tiefer gefallen ist und gecheckt, überlebt hat. Ja. Ja, der hat doch viel, er hat doch schon viel Fortnite gespielt, also. Ja. Was würde mit uns passieren, ist, ja, wenn wir 23 Meter tief fallen? Peter, dann würden wir genauso auseinanderplöppen wie der. Peter, ja, du bist aber auch keine muskelbepackte Katze mit Hawaii-Hemd, die da rumläuft und Leute abschießt. Also. Das ist doch ganz einfach, du läufst einfach mit 10 HP weiter. Ah, okay. 100%, das werde ich hoffentlich auch in den Kommentaren recht bekommen, das war nicht hoch, das war keins, wo das aussah, damit, wenn ich hier jetzt runterspringe, sterbe ich oder so. Alter, Epona. Ja! Oh, das ist Epona! Gott. Oh mein Gott. Aber ich hätte den Namen nicht gewusst, in meinem Kopf gerade heißt er Meteora oder so ähnlich. Meteora mein Vieh! Können wir das nicht umbenennen? Nein, das bleibt Meteor. Jetzt können wir weitermachen. Master der Linguistik hier! Er hat mich nicht über diesen Tipp beschwert. Nee, der war gut. Ich wollte dir nur erklären, falls du nicht weißt, was du machst. Ich glaube, ich hab gerade eine Fatze. Eine Katze aus der Katze überfasst. So weit war ich. Der ist halt einfach über ein Stoppfeld. Stoppfeld. Alter. Feldstopp. Ja, gut, manchmal lässt man sich auch von seinen Mitspielern wählen. Genau, Alter, schon morgens. Lieber Alkohol ist nicht gesund. Mehr, wirklich weniger saufen. Mehr saufen. Oder mehr so. Willkommen bei einer neuen Runde von Perfect, heißt 2. Wir spielen die Pietsmeet Mall bei The Will. The Willy, oder? The Willy? Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch einfach eine Vagina, die der da gemacht hat. Ja, glaube ich nämlich auch, dass er da einfach eine Mutschi gemacht hat. ja. Ja, nee, steht hier immer noch. Was ist denn? Boah, ich habe eine gute Idee, wenn Jay sofort nochmal sich irgendwie bewegt. Okay, der hat. Peter ist hier bei mir gewesen. Spreng mich in die Luft, raus, oder? Da, das ist die Folge. Ach so. Ach so, hier ist. Die haben sogar. Oh Gott, ich bin explodiert. Mhm.
Das war mega smart. Das ist einfach insane smart. Ne, du weißt schon. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich. Lol. Ich hab einen. Ist das asozial? Ja, das war Bram. Ich hab auch X gedrückt. Ich geh jetzt mal einfach weiter dann. Ah, komm zurück. Auch wieder falsch. Du bist ein bisschen falsch. Am Sack. Das war so geil. Was machen die denn? Warum laufen die denn immer in den Bereich, wo man nicht hin darf? Okay, ich mach das jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Funktioniert das noch ein drittes Mal? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Das wird nicht, wenn ich jetzt nochmal reinlaufe. Glaube ich nicht. Das ist ja der beste Spot der Welt, Alter. Jay steht übrigens hier immer noch am Fenster und sieht... LOL. Scheiße. Angesagt. Ich hab ihn da genau gesehen, den kleinen Fickers. Oh Gott! Jetzt wurde ich in die Luft gejagt. Die haben Minen oder so eine Kacke. Diese Explosion war, das ist aber auch echt schlimm, weißt du. Du kriegst das halt nicht mit. Überhaupt nicht. Purer Schockmoment. Welche Klasse ist das, die das machen kann? Ich habe die noch nie gespielt, glaube ich. Ah, jetzt kann man cutten, Peter, wo ich das spiele. Explosive, du. Weiß ich nicht, Peter. Ja, von den Demoman heißt der, glaube ich. Gibt's ja nur so 5 oder so. Ja, genau, deswegen, okay. Aber du siehst ja das Zeichen unten links, merkt ihr das einfach. Moment, wo sehe ich das? Jetzt das Zeichen unten links. Da unten links, dieses Dynamit mit den Drähten. Mit dem über dem X. Dynamit mit Drähten, 30 Sekunden steht da. Ach, da, ja, alles klar. Boah, das ist ja ultra strong. Das ist ja gut, ey. Das ist voll räumlich. Ich hab's nur rechts gesehen, aber war das so funny oder was? Fuck. Das fand ich gut. Sehr gut. Elektrischer Pluspol. Was? Was? Arktis? Was? Keine Ahnung. Krähen! Wir waren dort. Was? Krähen! Ihr hängt euch jetzt gerade an dem Namen. Das heißt so ähnlich. Wir waren doch gerade noch in Nürnberg, da habe ich doch Krähen gefuttert. Ja. Profession, das ist einfach irgendein Beruf. Keine Ahnung, kann jeder Beruf sein. Reptil. Geil. Okay, was haben wir denn jetzt hier für eine Profession? Das ist ja, Profession ist ja eigentlich nur. Könnte jeder Beruf, Beruf sein, Peter. Ja, das ist so bad, Alter. Mera. Oh mein Gott, Beruf. Das ist so ärgerlich. Oh Gott. Ölogen? Was? Ölofen? Ölonen? Öloben? Ölofen. Ölofen. Das ist so unangenehm, Mann. Ich glaube, ich hab gesagt, das auch, ey. Das ist so lustig. Was? Was ist das für ein Wort? Ölofen! Oh, Öfofen? Ölofen? Was fehlt denn da? Okay. Ich sag nur, der Ölofen, Alter, ey. Was ist denn Ölofen? Unten ist der nirgendwo der Ölofen. Alter, und ich hab die ganze Zeit, ich hab mir fehlt nur die 5 und ich Öloben, Ölomen, was ist das für ein Wort? Okay, Foto 1. Foto 1 zeigt einen Mann auf einem Rollstuhl, allerdings aus Holz. Was? Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde. Oh Gott! Das war Bone Champ mit Peter, Sam und mir. Es ist sowas ganz runtergebrochen: Guitar Hero nur mit einer Trompete. Was hast du? Sorry. Der hat fast jedes Lied davon gemacht. Oh mein Gott. Auf 100%. Jeder. Nice to meet you erstmal. Hey, no. No, ja, permission. Ja, Trompete. Ich weiß nicht, warum es so heißt, aber wie wäre der mit God Save the King? Das ist doch bestimmt britisch. Ja, klar, es ist God Save the Queen. Also, ja, früher, als das King entstanden ist, war das The King. 1744, bestimmt. Ja, stimmt. Am I a joke to you? Das ist mega gut! Wie soll das funktionieren? Ja, Alter. Jay, das wäre ein Game für dich gewesen. Vom Shin to Kack! Alter, dieses Bienending, das war das Schlimmste. Hä, das klingt einfach nur ultra cramped! Okay, Konzentration. Stehen Sie auf. Au. Oh mein Gott. Jetzt weint er auch gleich. Oh mein Gott. Alter. Ach du Schande. Beim Super Bowl bewerbe ich mich. Du musst doch vorstellen, dass Frank Dreddy. Oh, sorry. Ja. Rico Palazzo singt. Gott, das ist was anderes.
So, Christian und ich sind jetzt zum nächsten Gericht übergegangen, denn unser Salat ist soweit fertig. Der muss jetzt hier gerade noch ziehen. Alter Pelletheizung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur Einstellung. Das Flugzeug. Tschüss! Ach, hier ist wer. What the fuck? Oh, Leute, haben wir fast kaputt gehabt. No! Der Pistole, lol. Baller, mach nicht den. Das war Pistolenrunde. Ah. Nice, da haben wir doch den Bram-Kill. Scheiße, Alter. Okay, dann werde ich hier mal meine Kreise ziehen, weil hier Zone ja ist. Oh nein. Vielleicht ist da noch einer drin. Noch vier am Leben, also noch alle. Ich lass mich von dir nicht provozieren, du Mofo. Der will Leute kommt die gute Szene. Oh nein. Das ist eine gute Szene, ja. Oh. Das ist eine gute Szene. Was? Der Holzzaun. Ich dachte, der beschützt mich. Da war noch ein richtig schöner Herr dabei. Er greift mich den Zaun durch. Das bist ja alle Roadkillt hast. Jetzt kommt ja, eine gute jetzt Szene kommt gleich. Pain, jetzt kommt Pain. Das war schön. Was denn jetzt? Da habe ich genau neben gestanden. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der hat einen Raketenwerfer. Raketenwerfer! Ah, gut, ey. Als ob er nicht euch beide getötet hat. Nee, er selber nicht. Guck mal, wie viel Leben der nur hat. Was? Das ist so frech. Nicht nur dann, fand ich auch smart, wie oft der eingestiegen ist und ausgestiegen, um sich den, um den Schaden zu minimieren, dass du ihn mit dem Auto, gegen das Auto wegbummst. Ja. Aber er ist doch nie ausgestiegen. Er ist auf Beifahrer gegangen, doch, mit der Raketenwerfer. Ja, er ist ein Beifahrer, du kannst dich herauslehnen. Ja. Oh mein genau. Gott! Moment, aber doch, das steht ja gar nicht, das ist nur nee, der lädt sich aus dem Fenster, weil er ein Beifahrerding ist. Ja. Ich dachte, er hätte voll den Five-Hat-Move gemacht, wäre so kurz rein ins Auto gegangen, wieder, damit er überlebt. Nee. Aber holy shit, war das. Das war so ein richtiger At this moment, he knew he fucked up moment. Als er den Raketenwerfer gesehen hat. Awesome. Was? Das war erlebt, ey. Play of the game. Okay. Wow. Nein! Was tust du denn? Warum denn? Also, da war mein Zug aber besser für dich, Peter. Nice, Peter. Nein. Also, aber. Oh, der war auch nice. Wir müssen dir unbedingt mal so einen Schwingkurs geben. Ja, wirklich. Ich hatte gar keine Wasserpistole mehr. Das hätte ich vielleicht vorher mal checken sollen. Oh mein Gott, das wolltest du. Ich dachte, wir hätten ihn nicht gesehen. Nein! Ich hab schon gedacht, Peter ist awesome. Ich zeig euch Fixkasten jetzt mal, wie dieses Spiel Alter, geht. Wenn du da das. Was soll denn das jetzt heißen? Nee, okay. Warum? Awesome. Warum machst du sowas, Peter? Das war geil. Das war richtig nice. Zeig euch Fixkasten jetzt, wie das Spiel geht. Mega. Ich fand es an Jonathan. hier bei einer weiteren Form Worms und so. Ja, heute ehrlich. Alter. Ja, ciao. Ja, ciao. Okay, nice. Ach. Ja, war schön. Schön. Ja. Das war Best of Woche 30 von unserem Kanal Best of Pete's Meet. Vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet und mitgelacht habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.